Und das ist wirklich so ein riesiger Vorteil von Jitterklicken, weshalb ich das auch schon seit Jahren mache. Besagt ja irgendwie, dass man sich die Hand verletzt, beziehungsweise dass man sich irgendwas klemmt, eine Sehne einsteift oder irgendwie so ähnlich. Ich blende euch mal ein Bild ein, das ist so ein bekanntes Bild, was man halt so über das Jitterklicken kennt. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute gibt es ein Video einer anderen Art, und zwar geht es darum, was die Vorteile und Nachteile von Jitterklicken. Jitterklicken, ich habe darüber ein Tutorial gemacht, oben rechts eine Infokarte verlinkt, und ja, fangen wir mit einem Vorteil an, und zwar ist das die konstante CPS-Zahl. Bei Butterflyen und Mouse-Abusen oder auch One-Click ist es nicht mal so konstant, ihr seht es aber, ich habe jetzt nicht die CPS an, aber ich habe eine sehr schöne und konstante CPS-Zahl, die wirklich so immer rund um 9 bis 12, 13 liegt. Kann. Bedeutet, ich habe eigentlich konstant CPS, also Klicks, und habe auch sozusagen dann immer die Fähigkeit zu spielen. Das ist wirklich sehr hilfreich, und ja, bei Mouse-Abusen, manchmal klickt man nicht und streicht nur über die Maus aus Versehen, weil es eben nicht so safe ist. Oder beim Butterflyen versteift kurz die Hand, ihr wisst Bescheid, was ich meine, ihr wisst es, und das war irgendwie ein bisschen komisch. Übrigens, der Type 8 K-Pack, alle abonnieren, danke. Das ist wirklich so ein riesiger Vorteil von Jitterklicken, weshalb ich das auch schon seit Jahren mache. Und jetzt kommen wir auch schon zu einem Nachteil, denn bei Kritik, beziehungsweise bei, bei Bewertung einer Clickart, so rum meine ich, da muss man auch darauf achten, dass man wirklich abwechselnd positive und negative Seiten zeigt. Und zwar ist eine negative Seite wirklich, dass es einen Mythos gibt. Und zwar besagt er irgendwie, dass man sich die Hand verletzt, beziehungsweise dass man sich irgendwas klemmt, eine Sehne einsteift oder irgendwie so ähnlich. Ich blende euch mal ein Bild ein, das ist so ein bekanntes Bild, was man halt so über das Jitterklicken kennt. Und wegen diesem Bild, beziehungsweise wegen solchen Bildern, was eigentlich nur Mythos ist, denn ich jitter seit 3 Jahren, Leute, und es ist nichts passiert. Wegen diesem Bild haben viele aufgehört zu jittern, auch vor 2-3 Jahren. Vor allem war das echt im Hype, da hatte ein YouTuber sich die Hand gebrochen oder so beim Jittern angeblich. Glaube ich nicht, das war eigentlich nur, glaube ich, nur eine Lüge, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und zwar kommen wir jetzt auch zum nächsten Nachteil, und zwar ist es das, dass man eben ab und zu zittert. Aber bei mir ist es eben nicht so, also Leute, es kommt wirklich auf die Übung... Alles klar. Leute, es kommt auf die Übung drauf an. Wenn ihr gut geübt seid im Jittern, ja, dann zittert ihr auch nicht mehr, wie ich zum Beispiel. Ich kann mal eben demonstrieren. Ich jitter und ich zitter eigentlich kaum, also das ist easy. Und so soll es auch eigentlich sein. Ja, wenn man das ein paar Wochen übt, hat man das spätestens drin. Lol. Auf jeden Fall hat man das dann drin und dann zittert man auch nicht mehr, aber sonst ist es eigentlich so gesehen ein Nachteil für viele. Es gibt Leute, die zittern wirklich so beim Jittern, was gar nicht nötig ist, Leute, denn ich kann auch mal so ein bisschen eine Handcam dazu machen, ich weiß es nicht, aber ihr habt leider die 1111 Likes nicht geknackt. Naja, deswegen habe ich auch nicht die Handcam gebracht, Leute. Wie gesagt, ihr könnt es noch machen. Ich werde demnächst nochmal so eine Aktion starten mit Like Goal und dann können wir mal gucken, wie es läuft. So, und wir sind auch schon über dem Typen. Hier ist noch ein bisschen stacken. Und, ach, cool. Okay, er hat sich hier irgendwie verschanzt, aber nehmen wir ein Schwertgold. So, und jetzt bauen wir das Bett ab, hoffentlich kriegt er uns nicht. Also wie gesagt, ihr nennt mich ja auch teilweise Jitter-Legende, was ich voll süß fand. Ich finde nochmal, Grüße gehen raus an alle Stein-Army und Stein-Family-Abonnenten. Auf jeden Fall, Leute, ist es wirklich so, dass Jittern eine sehr, sehr geile Bauart ist. Klickert ist. Und auf jeden Fall solltet ihr euch das aneignen. Ein weiterer Vorteil ist übrigens auch, dass man wirklich schnell den Hit bekommt, da man eben auch viele CPS hat. Also der Vorteil Nummer 2 ist, dass man viele CPS bekommt. Wenn man so viele CPS hat, wie 10 oder so, 10 reichen ja schon vollkommen aus. Heutzutage hat man viel erwartet. Aufgrund des Mouse-Abusens. Grüße gehen raus an Brian, der ist lol. Okay, Brian, das war ein bisschen lucky. Auf jeden Fall, Leute, ist es wirklich so, wenn man die 10 CPS hat, die reichen schon aus. Das, dann hat man eigentlich schnell eine Hitrate, sage ich mal, die sich sehen lässt. Man kann also sehr schnell den Hit bekommen auf den Gegner, sobald er wieder nicht mehr rot ist. Und das war eigentlich ganz gut, dass wir hier gestorben sind. Und Steinstufe schreibt mir schon GG, er wusste anscheinend, dass ich's war. So, hier eben kurz einbauen und ja, mir gefällt das Pack wirklich, nochmal danke. Und es gab nicht so viele Aufrufe auf das Video, was ich nicht, was ich ein bisschen bedauere. Also schaut es euch nochmal an, Z-Hype hat er echt diese Aufmerksamkeit verdient. Und ich würde mich auch über ein Like freuen, wenn ihr mehr von solchen Jitter-Videos wollt. Denn Jittern kam echt gut ein und das ist sowas, was echt gut geklickt wird auf meinem Kanal. Ja, und da dachte ich mir, yo, Feuerstein, bringst du das nochmal?
Leute, wollen wir dasselbe machen wie letztes Mal oder? Nee, warte mal, lass mal ein Schwert holen. So. Und jetzt einfach abbauen. Zack. Und da ist er auch tot. Und dann gibt's noch einen. Gut, gut, gut. Und jetzt bauen wir uns hoch. Mal gucken. Ich habe einen Kobold dabei, Leute. Ihr kennt's. Vom lieben Stein. Okay, mein Bett ist weg. Lol. Aber. Moment. Ach, hier ist mein Bett gewesen. Ja, moin. Und was mal. Ich habe sein Bett übersehen. Yo. Also wie gesagt, wenn ihr hinterher kommen wollt, dann alle mal liken. 1000 Likes. Das ist das Goal. Ja, schafft ihr auf jeden Fall mal. Ja, würde mich freuen. Und wir müssen uns hier beeilen. Wir werden sonst. Okay, wir werden sowieso schon weggeschlagen. Aber. Ich habe ihn noch. Leute, übrigens, hätte ich jetzt nicht gejittert, ne? Hätte ich nicht gejittert, dann wäre es folgendermaßen ausgegangen. Dann hätte ich den Hit nicht früher bekommen. Und dann wäre ich gestorben. Und. Jo, er hat schon gemerkt, hat mich entnickt. Ja, das mache ich immer, bei, wenn da halt das Finale ist. Also, wenn ihr gegen mich spielt und. Also, denkt, dass ihr gegen mich spielt und das backt ihr irgendwie weg. Und der Typ immer noch genickt ist im Finale, bin ich nicht das. Was ihr denkt, also bin ich nicht derjenige, der, bei dem ihr denkt, dass ich es bin, so rum. Ja, ich entlink mich immer im Finale, damit man einen Stream machen kann oder sonstiges. Übrigens, Leute, wir sind kurz vor den 1000 Followern auf Twitter, auf jeden Fall mal folgen, @feuerstein_youtube, und das würde mich sehr, sehr freuen. Diggi? Ich glaube, wir machen das mal nicht so. Ich brauche nämlich noch Rüssi. So, mein Freund. Ah, nein. Okay, Leute, da würde ich sagen, das war's mit Runde. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Ja. Jitter wirklich, Leute, das ist eine coole Clicker. Hat viele Vorteile und Nachteile. Man muss sich dafür entscheiden. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf einen. Ciao. And I'm about to dive in it straight to the bottom, cause there is no topping this. Pop, lock, and drop on your man if you copping it, baby. I fall for these tropical ladies. I know that she wavy, she naughty, she crazy, she got it all on me.